Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Nachdem wir die 100% abgeschlossen haben, dieses Spiel, suchen wir jetzt nach... Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Nach Narisha. Der sollte eigentlich direkt vor uns sein irgendwo. Vielleicht über uns. Wir fliegen jetzt zu ihm. Wir sind auf ihm drauf? Höchstwahrscheinlich ist er über uns, denke ich, oder? Was? Wo ist er? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch einfach auf die Regenbogeninsel zufliegen, das kann auch sein. Da ist er! Jetzt habe ich ihn gesehen. Der war unter uns vielleicht einfach, das kann auch sein. Ich habe gedacht, er wäre über uns. Nein, der ist unter uns. Hier ist er! So, ich habe alle Stimmen, die du haben wolltest, mein Kumpel. Ich habe alles, was du wolltest. Was? Wie rede ich denn mit dem? Ich dachte, ich muss auf ihn drauf. Oder nicht? Ich weiß, das letzte Mal, als wir mit dem geredet haben, waren wir auf ihn drauf. Hier oben. Versuch's nochmal. Vielleicht habe ich einfach nur schlecht gelandet. Ja, bin ich. Okay. Na gut. Kann passieren. Sieh an, du hast alle Drachen getroffen, ihre Stimmen gelernt. Du bist wirklich etwas Besonderes. Ich will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere. Schön. Hä? Du hast die letzte Stimme des Heldenlieds, Fall. Okay, versuchen wir es erneut. Du hast das Heldenlied nun vollständig erlernt. Mehr muss ich dir dazu nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Noch eine Prüfung? Wenn du diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Alles klar? Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Auf einer der Inseln im Wolkenmeer findest du den Eingang zu Sairen, der sich mit dem Heldenlied öffnen lässt. Findet ihn mit der Aurasuche. Mit der Aurasuche finden? Von hier? Also wahrscheinlich, ja, wir sollen hier wieder raus, denke ich. Er führt uns auch schon dorthin. Hey, ich muss hier raus, ich bin nicht wieder auf dir drauf. Was geht denn hier ab? Ich komme nicht mehr weg! Ich komme nicht mehr weg! Okay, der einzige Ausgang ist also hinten. Okay, cool. Sag, es funktioniert? Okay, dann muss ich ab und zu mal auf einer Insel stehen bleiben, um herauszufinden, wo ich lang muss. Also irgendwo im Wolkenmeer war von Anfang an das Triforce, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich hab schon eine Vermutung, wo. Ich werde es aber noch nicht sagen. Ja, wo kann ich denn landen am besten? Ist denn hier eine Insel, wo ich landen kann? Okay, gut, ich könnte aufs Wolkenhort landen, aber ich weiß nicht, ob das dann noch funktioniert. Ja gut, da könnte uns eine richtige Richtung geben. Dann landen wir mal aufs Wolkenhort. Was? Das ist.
In der Nähe? Da, wo die Schmetterlinge sind? Tatsächlich, das ist hier im Wolkenhort. Aha. Ja, so funktioniert das. Und jetzt ist wieder unser bekanntes Lieblingsspiel. Wunderschön. Schoss das Schwert in das Symbol und stell dich der letzten Prüfung, Gebieter. Die letzte Prüfung, habt ihr gehört? Na dann. Heya! Wir kennen das Spielchen ja. Das haben wir schon öfter gemacht. Jetzt scheint es aber das letzte Mal zu sein und das im Wolkenhort. Ich sollte mich ja jetzt mittlerweile relativ gut auskennen. Ja, das hätte ich vor 10 Folgen vielleicht noch nicht sagen können. Aber ja, ich kenne mich ja aus. Gebieter, Mike. Dies ist die Welt der irgendwas. Ich hab's einfach weggeskippt, sorry. Aber wir kriegen das Seelengefäß wieder. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Mike. Wieder? Okay. Wenn du deinen Heldenmut unter Beweis gestellt und das letzte Seelengefäß erfüllt hast, Gebieter, dann wird die Tür zum Triforce vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, let's go. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde auf dich warten. Kein Problem. Okay, wo fangen wir an? Das da vorne, denke ich. Damit fangen wir an. Ja, komm, das kennen wir alles. Das Spielchen ist nichts Neues für uns. Damit haben wir eine heilige Träne. Es gibt insgesamt 15. Ja, komm, jetzt nichts Neues. Nur dieser Ort. Schon mehr oder weniger neu. Höchstwahrscheinlich gibt es hier noch eins, oder? Können wir den jetzt sehen? Hier wird es schon eins geben, oder? Okay, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht weiter oben. Aber hier muss doch mal eins sein. Oder? Natürlich ist hier eins. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Aua. Okay, aber das geht. Das kann ich machen, das ist okay. Dieser laute Hall immer. Ist da unten noch eins? Das kann ich nicht wirklich sagen, ob da noch eins ist. Also ich sehe da unten auf jeden Fall keins, deshalb denke ich mal nicht. Oh, jetzt komme ich her. Da ist noch eins. Ah, ich wollte es riskieren. Oh, das ist böse. Peace no, peace no, peace no, peace no. Oh. Knappes Ding, du. Knappes Ding. Okay, ich gehe mal hier oben lang. Ich denke, das wird nicht so verkehrt sein. Ich sammle jetzt ganz neidlich ein. Das ist mir jetzt egal. Tatsächlich. I do not care. Das Einzige, worauf ich mich care, ist, diese Prüfung zu bestehen. Und dafür fehlt mir nicht so viel. Oh, das muss ich schieben. Kann ich es ziehen? Ich kann es ziehen. Okay, wunderbar. Das macht es definitiv einfacher. Okay, perfekt, perfekt. Das reicht schon, das reicht schon. Ist dort hinten noch eins? Auf dem Haus drauf oder so? Unter uns? Nee. Nee, nee. Okay. What? Wie soll ich denn da hinkommen? Was zum... Okay, Moment. Ich brauche am besten eigentlich eine feste Reihenfolge, ne? Das wäre eigentlich am klügsten. Ich gehe mal hier runter. Ich gehe mal hier in die Richtung. Wir wissen, wie ich dorthin komme. Okay, hat mich nicht entdeckt.
Soll ich einfach durchrushen? Ja, oder? Oh, okay, mein Charakter snappt da einfach dran. Okay, das ist wunderbar. Das ist wunderbar, das macht's einfacher. Okay, ins Wasser darf ich nicht. Das heißt, die Sprünge müssen jetzt passen, Link. Müssen jetzt perfekte Mundo sein. Hast du schon geübt, ja. Merkt man, wunderbar. Du bist immer noch nicht wichtig? Okay, du bist immer noch nicht wichtig. Du bist einfach nur Deko. Okay, schön. Dann sei Deko, dann bleib Deko. Für immer aber. Hier auf dem Baum nichts. What? Da hinten ist noch was. Okay, komm, rush, rush. Bevor mich sieht, bevor mich sieht. Hallo? Bro, okay, ich muss einen anderen Weg gehen. Jetzt ist es zu spät. Hier! Ich schätze den da hinten. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott. Den machen wir als letztes oder so? Ich guck mich jetzt erstmal hier um. Ja, machen wir eine komische Reihenfolge. Whatever. Solange wir es schaffen, ist es okay. Ganz ehrlich. Lass mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Sehr lobenswert, dass sie mich in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Er verfolgt mich immer noch. What? Wie anhänglich ist er denn bitte? Okay, egal, egal. Dein ist eins. Ah, greif mich an. Oh mein Gott. Zwei. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Das geht wirklich! Ich habe einfach nur so rumgealbert. Das hat nicht funktioniert. Ich meine, ich wusste, dass das geht, weil ich habe. Ja, ich wusste nämlich, dass es bei irgendeinem dieser Gittern funktioniert. Aber dass das so einfach ist. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen. Da oben ist noch eins. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe vor, nach diesem Let's Play ein Glitchfest-Video zu machen. Also seid gespannt darauf, denn ich habe schon sehr viele Glitches für das Spiel aufgenommen. Das war super close. Yo. Okay, da hinten ist das letzte. Ich weiß nicht, wie ich das verpasst habe, wo das ist. Werden wir gleich herausfinden. Ich renne halt schnell hin. Hä? Sag mir nicht da oben. Ist es hier oben? Kann das sein? Wenn es hier oben ist, dann schneide ich das jetzt hier rein. Dann wisst ihr jetzt schon die Antwort. Oh. Boah, das war aber knapp. Noch ist die Prüfung nicht vorbei. Schnell zum Ausgang, bevor der mich hier erwischt. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen schnell zum Ausgang, aber wir dürfen nicht gesehen werden. Sonst wird es eng für uns werden. Aber das ist kein Problem. Mega easy das Ganze. Super gechillt, ne? Mach noch ein Selfie hier mit ihm. Yo, was geht ab, Kumpel? Und es ist vorbei. Die letzte Prüfung. Ich möchte jetzt wissen, wo sich das Triforce befindet. Damit wir Zelda helfen können. Du hast das Insigne der Reife erhalten. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Okay, habe ich noch nie gesehen, das Ding. Interessant, einfach so ein roter Rubin oder so, so ein Kristall. Mit einem Symbol drauf. Das Symbol kennen wir aber. Perfekt. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insigne der Reife, außer dem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich der Weg zum Triforce. Einfach so. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Ich dachte, ich bin jetzt ready. What? Also das Einzige, was mir einfallen würde, wäre halt hinten, wo wir die ganzen Tafeln her haben.
Wo ich auch dachte, dass wir da hin müssen für das Triforce. Also es ist wirklich das Einzige, was mir einfallen würde. Das, da vorne. Wo soll das denn sonst sein? Vielleicht hat es einer der Schüler? Ein Direktor? Mir fällt es wirklich nicht ein. Ah, hier geht's gleich lang. Ich muss da hoch. Dass sie immer noch keine Treppe haben, nur so Boxen, wo man draufklettern muss. Was ist denn das hier für eine Schule, für eine Akademie? Kommst du nur von oben raus? Wunderbar. Haben sie toll gemacht, haben sie schön designt. Bin ich echt stolz auf die. Wunderbar. Okay. Wenn es hier nicht ist, dann habe ich absolut keine Ahnung, ganz ehrlich. Es muss hier sein. Oder? Es muss hier sein. Wo soll es denn bitte sonst sein? Das ist der einzige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie hier sowas verbergen. Aber scheinbar ist es hier nicht. Hm. Was könnte das denn sein? Hat das was mit dieser Statue auf sich? Hätte er auch so ein rotes Auge. Doch, das ist es wirklich. Es ist doch keine Deko. Das ist wirklich diese Statue. Von Anfang an wusste diese Statue, wo das Triforce sich befindet. Und nun kriegen wir die Knowledge auch. Und zwar... Ja, muss man ein bisschen relocaten. Schon lange her. What? What? Ist er überhaupt noch funktionsfähig? Nein, was? Was für eine Kugel war das denn bitte? Das war mal keine ordinary Kanonenkugel. Was geht denn da ab? Sag mir nicht, unter unseren Füßen war es die ganze Zeit. Nein. Doch. Unter unseren Füßen befindet sich wohl ein weiterer Dungeon. Was schießt er denn jetzt ab? Um welche? Wahrsagerkugeln. Nee, was? Oh, oh. Fliegende Zielscheiben. Aha. Krass. Aber jetzt kommen wir nie wieder nach unten. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Du bist also nicht sicher? Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer, so schnell du kannst. Der Todbringer? Na gut. Also, sind wir jetzt wirklich am Ende? Ende, Ende? Letzter Dungeon? Vielleicht noch ein final Kampf gegen den Todbringer? Was wird jetzt abgehen hier? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin genauso gespannt, wie ihr es seid. Also, let's go! Ja, ich bin soweit. Und ja, das scheint wirklich ein Dungeon zu sein. Wir kommen zum Turm des Himmels. Der, ich glaube, 7. und letzte Dungeon. Uns erwartet eine Kiste, einfach so offengelegt. Und viele verschiedene Räume, die in verschiedenen Richtungen führen. Na gut, wenn wir so eingeladen werden mit dieser Kiste, dann schauen wir doch mal, was da sich drin befindet. Die Dungeon-Karte. Nützlich, auf jeden Fall. What? Das sind ja einfach nur 8 Räume.
Gebieter, ich habe dir was zu berichten. In diesem Gebäude befindet sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Also nur die Dreieckorte sind wichtig. Okay, hier ist ein Triforce-Piece. Hier ist noch eins. Und hier ist noch eins. Hier sind überall X'e? Vogelstatuen gibt's hier ganz viele. Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, das wird ein sehr linearer Dungeon, aber ich bin hyped. Bin gespannt, wie das hier funktionieren wird. What? Schiebepuzzle? Hört mal. Es bewegt sich wirklich, wenn ich es hier in diesem kleinen Diorama verschiebe. Gebieter, habt ihr was zu berichten? Boah, ich weiß es doch. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Durch diese Veränderung ist es nur möglich, den angrenzenden Raum zu betreten. Mhm. Ich schlage vor, dir durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Öffnet sich dadurch, also bewegen sich dadurch wirklich die Räume oder ist das nur so ein Schlüssel, damit sich hier die Türen öffnen? Okay, bahnen wir uns mal den ersten Weg zu einem Triforce. Zum Beispiel, wenn wir noch... Ah, das ist nur seitlich. Die Türen sind da nur seitlich. Okay, ich verschieb mal erstmal. Ach, das wird sogar angezeigt, welche Räume ein Triforce haben. Okay, verschiebe ich so. Kann ich es auch wieder auf Default setzen? Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch gerade. Ich bin nicht perfekt in Schiebepuzzeln. Ich war noch nie wirklich sehr gut da drin. Okay, aber zu dem kommen wir auf jeden Fall schon mal hin. Das ist ja schon mal ein Triforce-Piece, zu dem wir hinkommen. Das müsste im übernächsten Raum sein. Hier noch nicht, er ist der nächste. Boah, es ist so hell. Ein Wald? Was zum... Wir sind in einem Wald, der aussieht, als wäre der wie von Faron. Oder nicht? Doch, definitiv. Das ist hier ein Wald, der aussieht wie, als wäre der von Faron. Okay, hier kommen wir nicht lang. Aber hier drüben ist auf jeden Fall ein Safe Point. Okay, wahrscheinlich ist dort die Tür. Ja, da ist die Tür. Okay, mit einem Safe Point. Perfekt. Dann... What? Muss ich mich irgendwo hinschießen? Ich hab's nicht gesehen. Oder komme ich hier vielleicht nicht lang? Vielleicht ist es ein Rückweg? Nö. Ich seh's schon. Da ist die falsche. Feuer! Das wollte ich nicht. Ich wusste die Tasten gerade nicht. Juhu! Na gut. Wir werden schon herausfinden. So. Komm schon. Zack. Ja. Ja. Lass mal los. Lass mal los. Ich muss nochmal zurück. Ich sehe gerade, dass das gar nicht möglich ist. Weil ich erstmal mit dem Beetle das aufschneiden muss hier. Jetzt ist es möglich. Ja, gut. Wunderbar. Ja! Ach, come on! Was soll das? Das kann doch nicht so schwer sein, diesen Jump zu schaffen. Ha! What? Wee, hab ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, das müssen wir machen, um überhaupt das Ding anzugrappen. Anzugrapschen. Oder nicht? Vielleicht noch weiter nach oben? Nee, das geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Was mache ich denn falsch? Geht das so nicht? Das muss doch so gehen. Also. Doch, ich kann weiter nach unten. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Oh, aber ich schlag mich ja an die Wand an. Aua. Aua. Aber wir sind drüber. Okay. Du schon wieder.
Spinnilein. Sei ganz schön fein und lass mich dein Rückilein. Zerstechilein. Yeah. Okay, ist wahrscheinlich wieder das gleiche Prozedere. Oh. Das ist jetzt nicht mehr. Oh, das ist aus dem Dungeon. Ja, das ist. Oh nein, bitte lass mich in Ruhe. Das ist hier aus dem. Ich sag mal, zweiten Dungeon von dem Waldgebiet. Schnell rüber. Okay, hier sind Bomben. Ich hoffe, die brauche ich nicht vorher. Für irgendwas. Schwinde mal. Was zum. Was muss ich machen? Ich verliere immer mehr Energie. Lass mal los. Ich glaube, ich soll mit den Bomben noch irgendwas machen davor. Boah, die Räume sind aber echt kompliziert. Beetle. Guck du dich erstmal um. Nimm am besten nochmal direkt eine Bombe mit. Wenn die hier schon hier hängen, dann haben sie auch einen Nutzen. Ach, da hätte ich mich. Ich hab's gerade gesehen. Da hätte ich mich hingrapschen können. Das klang gerade wie ganz viele Affen, die gerade am Leiden sind. So klang das gerade. Die armen Äffchen, du. Ah, ich kann das von hier nicht. Okay. Dann einmal rüberjumpen. Hüp, hip, hopp. Und dann so schnell wie möglich. Nach da. So schnell wie möglich. Nach da. Perfekt. Wunderbar. Und nun. Das Seil, aber du nervst. Oder ignorierst mich jetzt. Oh, das ist halt nett. Schaffe ich den Jump? Ja! Oh, den auch. Okay. Ich kann mich erinnern. Als ich mal keine Ahnung hatte, wie es weiterging. Einmal den Staubsauger benutzen. Und dann. Jupp! Und hier ebenso. Dann ist dieser Raum auch Geschichte. Wo spawn ich? Okay. Die restlichen paar Rubine sammeln. Warum nicht? Ich habe nichts Besseres zu tun. Hier könnte man nochmal eine Wandmalerei, glaube ich, herbeizaubern. Unser Ton ist irgendwie ein bisschen anders sein. Naja, gut. Ich spreche jetzt erstmal ab. Nächster Raum. Hier müsste sich ein Triforce Piece befinden. Eins von den dreien. Boah, krasse Tür. Ah, okay. Der unterirdische Teil vom Dungeon. Bitte, Seegebieter. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Pharaoh. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Pharaoh? Nicht Pharaoh? Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Ja. Komme ich da durch? Nö. Dafür brauche ich erstmal einen Schlüssel. Das ist wirklich einfach nur eine Prüfung mit einer Prüfung, mit einer Prüfung, mit einer Prüfung, mit einer Prüfung, mit einer Prüfung. Und ich glaube, wir sind fürs Erste hier ein bisschen stuck. Ich wüsste zumindest nicht, wie wir hier weiterkommen. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, bevor ich es vergesse, ist mal durch die Augen zu fliegen. Vielleicht befindet sich hier hinter ein Schalter. Nein, tut's nicht. Tut es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir uns. Warte, kann ich eine Abkürzung schaffen? Oh, bitte sag mir, ich kann eine Abkürzung schaffen, weil ich möchte nicht diesen ganzen Waldgebiet nochmal von vorne machen, nur weil ich das jetzt falsch angereiht habe. Oh, bitte sag mir, ich kann das hier abkürzen. Oh, yes, kann ich. Okay, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge uns diesen Dungeon genauer anschauen. Heute hatten wir einen schönen ersten Einblick. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bleibt gespannt.